mit dem Rotenhorn einspannen, sodass ein dritter Kollege das Ventil am Tank schließen kann. Sie werden jetzt gleich sehen, wie die Flamme von dem Hohlstrahl eingefangen wird, sodass der hintere Ventilbereich relativ frei ist, sodass der Kollege natürlich auch in Schutzkleidung das Ventil schließen kann. Wir sehen jetzt nochmal, wie die Flamme von dem Hohlstrahl eingefangen wird. Jetzt kommt der Kollege, der das Ventil schließt.